Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video aus unserer Podcast-Zentrale hier im Invictus Gym Hamburg. Ich werde heute mal auf vielleicht schon alte Kamellen reagieren, auf den lieben Sam Sulek. Bis jetzt habe ich mich tatsächlich zu dem Herren noch gar nicht geäußert. Wer von euch da draußen ein bisschen hängen geblieben ist und nicht weiß, wer Sam Sulek ist, das ist wahrscheinlich aktuell das Bodybuilding-Internet-Social-Media-Phänomen schlechthin. Der gute Dude ist Anfang 20 und dokumentiert für euch da draußen sein Bodybuilding-Lifestyle, ist bekannt vor allen Dingen dafür, dass er seinen Bulk sehr dirty durchzieht, sehr viel Scheiße ist, dabei aber ganz gut in Form ist und auch relativ athletisch ist und einfach frei raus sagt, was er denkt, was er meint. Und einfach so ein bisschen so die Insights aus seinem täglichen Bodybuilding-Leben mit euch teilt. Also eigentlich ziemlich basic, hat aber guten Hype bekommen, der Gute. Und ich werde heute mal drauf reagieren. Ich habe mich tatsächlich selber nicht wahnsinnig doll mit ihm beschäftigt. Man kommt halt nicht an ihm vorbei. Also man kann nicht die YouTube-Shorts oder Insta-Reels oder TikTok aufmachen, ohne mit Sam Sulek konfrontiert zu werden. Nichtsdestotrotz habe ich mich nicht weiter mit ihm befasst, so in der Materie. Ich weiß gar nicht, woher er kommt, was eigentlich so sein Background ist und so weiter. Nichtsdestotrotz werden wir uns heute mal mit seinem Training beschäftigen. Denn er hat nicht nur mit seiner Ernährung so ein paar unkonventionelle Ansätze, sondern ich glaube auch, was sein Training angeht. Und mein Kameramann aus dem Off hat mir hier drei Videos vorbereitet. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet, aber wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam rein. So, Winter Bulk Day 46 Chest, also wahrscheinlich ein Brusttraining. How much dough you've got? How much drip you're fucking repping or flexing with? Ja, Sam Sulek hat auf jeden Fall gerade eine Diät gemacht. Er scheint wirklich ausgesprochen gut in Form zu sein. And not even just size, you know, it's kind of about your intensity too. I could see a big ass dude floating around, freak level, but I'm. Hat ihn eigentlich schon mal jemand ohne Mütze gesehen? He's actually training like a fucking beast, you know. So, I don't know. Okay. Clothes make the man, but they do not make the lifter. Sehr gutes Licht. Take that to heart. So. Okay. Honestly, if you're spending more than a couple minutes, like, okay, this matches with this, so I don't want to wear this. I think you've gone down the wrong path. Let's check this fucking pump. Okay, also scheint nach dem Training zu sein. Ja. Achso, ich habe das Video angefangen, mit dem du das mir vor die Nase gehalten hast. Das war das Letzte, was ich hinzugefügt habe. Okay, dann habt ihr schon mal gesehen. Wir bleiben einfach im Video und gucken mal ganz links, was hier abgeht. Also, Winter Bike Day 39, Back and Grocery Trip. Okay, gut. Gibt es den Chest Pump für später. Okay. Hier wird Rücken trainiert. Mit fragwürdiger Ausführung auf jeden Fall. Okay. Also Sam Sulek scheint ein Freund von erzwungenen Wiederholungen zu sein. Ein Lat-Pulldown so zu machen. Oh, da haben wir nochmal einen anderen Winkel. Ich meine, Training ist relativ simpel, ne? Also ein Muskel kann nichts anderes außer lang und kurz. Und gerade wenn wir den Latissimus nehmen, der nimmt ungefähr den Oberarm, ich nehme mal den anderen, den Oberarm von hier oben bis nach da unten und verkürzt den. Wenn wir jetzt den Oberarm nur von hier nach hier die ganze Zeit bewegen, verschenken wir halt einfach 70% der Range of Motion. Außerdem sieht er auch meiner Meinung nach sehr, sehr verkrampft aus. Macht ein krasses Hohlkreuz. Ich bin mir nicht sicher, ob er da irgendwas Sinniges trifft. Jetzt nimmt er einen etwas breiteren Griff und macht einen Dropsatz. Geht wieder nicht voll in Stretch. Okay. Erster Eindruck nach 30 Sekunden. Sam Sulek trainiert wie ein absoluter Idiot. Ja. Und wird auch nicht besser. Okay. I think
I can do one more set. A little bit lighter than that first one for sure. Ja, vielleicht solltest du ein Gewicht nehmen, was du halt auch für eine ganze Wiederholung bewegen kannst. On the handle. Ja. Those first two heavy sets, I was about shoulder width, which I do feel a lot of lats. But grabbing wider, I do feel a little bit of a crazier stretch. Yeah, so let's do one more moderate weight set, really focused on squeezing, and then move on to, you know, some kind of row or something. Okay. Also er scheint keinen festen Trainingsplan zu haben, sondern trainiert nach Gefühl. Puh, da kommt man halt nur so weit mit. Auch jetzt der moderate Satz sieht aus wie absolute Scheiße. Kann man leider jetzt nicht anders sagen. Okay. Also mach den Quatsch bitte nicht nach. Ich weiß nicht, wie alt Sam Sulek ist, aber mich beeindruckt auch seine Physik nicht wahnsinnig doll. Jeder, der sich mal so ein bisschen länger damit beschäftigt hat und weiß, dass wenn man mal über 3-4 Jahre lang mit einer halbwegs guten Genetik sich mit Steroiden vollpumpt und irgendeine Scheiße zusammen trainiert, dann sieht man in der Regel auch so aus. Was ich damit meine, ist, ob ein Sam Sulek jetzt das Maß der Dinge ist, wenn es darum geht, sich Tipps für Training abzuholen. Weil so wie ich das sehe, hat Sam Sulek eine durchschnittlich bis eine gute durchschnittliche Physik für das, was er stofftechnisch macht und für das Alter, was er hat. Das wird aber zu 99% nicht seinem Training geschuldet sein, sondern halt den anderen Dingen. Ich finde, es gibt auch heutzutage eigentlich gar keinen Grund mehr, wie ein Idiot zu trainieren, weil die Informationen, die frei zugänglich sind, was Training angeht, und auch da reden wir halt einfach von Fakten und nicht von Meinungen, ist so allumfassend inzwischen, dass eigentlich keiner mehr eine Ausrede hat, wie so ein Depp zu trainieren. Ja. Auch sehr unkontrolliert. Ihr müsst mal auf seine Atmung achten. Die Atmung ist von Wiederholung zu Wiederholung unterschiedlich. Heißt, er holt auf jeden Fall, davon abgesehen, dass das Gewicht schon wieder zu schwer ist und er nicht eine ganze Wiederholung macht, verschenkt er auch unheimlich viel Potenzial. Dadurch, dass er so viel rumwackelt zwischen den Wiederholungen, die Wiederholungen alle unterschiedlich aussehen, er seine Atmung nicht standardisiert hat. Keine Ahnung. Da einfach mal das Ego zu Hause lassen und mal ein paar richtige Wiederholungen machen. Ich bin auch überhaupt kein Freund von so vielen erzwungenen Teilwiederholungen. Das bringt einfach faktisch nichts. Ja, wenn ihr Muskelversagen seid, seid ihr Muskelversagen, alles hinaus. Sorgt nur für unnötig Fatigue, aber nicht mehr Reiz. Ja. Auch hier wieder, er geht nicht ganz in Stretch. Er kommt nicht ganz in die Kontraktion. Er wackelt irgendwie wild durch die Gegend und jede Wiederholung sieht anders aus. Mal richtet er sich auf, mal bleibt er rund. Ganz weird. Okay, was ist das jetzt? Merkwürdiges? Okay. Jetzt macht er hier so einarmige Pullover, aber nicht in der Richtung, in der der Lat sich eigentlich bewegt. Und halbe Bizeps Curls. Ja, also Blut hat er da bestimmt reinbekommen. Okay, gut. Ich würde sagen, dass so viel zum Rückentraining. Muss ich da noch mehr von dem Video sehen? Nee, okay. So, dann nächstes Training, Chest Day. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen. Okay, haben wir Schrägbankdrücken, stabile Kraftwerte scheint er zu haben. Das sind das 140, 150, 160, 165 ungefähr, wenn das 20er sind.
Sieht besser aus, muss man sagen, als das, was ich im Rückentraining gesehen habe. Ist auch nicht leicht, 165 Kilo gerade mit so einem Close Grip auf der Schrägbank zu drücken. Aber auch da kontrolliert er das Gewicht nicht wahnsinnig gut. Und es ist auch eine Übung, die würde ich auf gar keinen Fall mit einem Spotter, den ich nicht kenne, 2-3 Reps übers Versagen hinaus machen, wenn ich mir nichts abreißen möchte. Die Konversation hatte ich mit Justin letztens. Mit so 23, 24 tat mir auch noch nichts weh. Da habe ich noch 200 Kilo Schrägbankdrücken gemacht, 220 Kilo Flachbankdrücken gemacht, hatte gefühlt keine Verletzung. Es war bei Justin auch so. Und ja, 2-3 Jahre später sah das schon ganz anders aus. Und ich denke, Sam ist auch wahrscheinlich irgendwie so 23 oder so. Das fordert irgendwann seinen Tribut. Ja? Deswegen lieber, ich denke mir die ganze Zeit immer, wenn ich jetzt damals schon trainiert hätte, wie ich jetzt trainieren würde, dann hätte ich die ganzen Wehwehchen nicht. Aber man lässt natürlich das Ego nicht zu Hause und macht dumme Scheiße wie 200 Kilo Bankdrücken. Also wie gesagt, er hat vernünftige Kraftwerte, aber auch hier nervt mich, dass die Form nicht standardisiert ist und die Reps alle unterschiedlich aussehen. Er wirkt allgemein so ein bisschen wie so ein Holzkopf, was das Training angeht. Einfach irgendwie Gewicht bewegen. Mit genügend Essen, genügend Stoff und einer halbwegs vernünftigen Genetik baut man solche Muskeln auf. Ich meine, das ist eine Maschine, ne? Das ist eine Maschine, die keinen Schwanz kennt, also kein Mensch weiß, wie viel Gewicht da drauf ist. Also das ist eine Sache, da könnte man sein Ego auf jeden Fall mal zu Hause lassen, weil es interessiert wirklich keinen Schwanz, ob man an der Brustpresse von Marke XY jetzt 95 oder 97,5 Kilo bewegt. Aber auch hier rupft er an dem Stack einfach irgendwie rum und achtet halt mal drauf, dass jede Wiederholung anders aussieht. Ja, mal nimmt er die Brust hoch, jetzt holt er unten Schwung. Das ist einfach nur dämlich. Euer Muskel kann nichts anderes außer von lang nach kurz sich verkürzen gegen Widerstand. Ja? Nur weil ihr mehr Gewicht nehmt und irgendwo Schwung holt, arbeitet euer Muskel nicht mehr. Das begreifen die Leute immer nicht. Also Gewicht auf der Hantel resultiert nicht in mehr Stimulus für den Muskel, sondern nur der Widerstand, gegen den sich ein Muskel kontrahiert, ist der Maßstab für Reiz. Und nicht mal das im Endeffekt ist nur der Grad vor Muskelversagen der Indikator dafür. Ja, okay. Wieder 50 erzwungene Teilwiederholung. Schwierig anzugucken, wirklich. Jetzt haben wir noch die sinnfreiste Butterfly-Variante, die man sich aussuchen kann. So, also wirklich, Leute, guckt euch Sam Sulek zur Motivation an, was er so mindset-technisch von sich gibt. Aber, okay. Plus, er hat schon eine fucking Free-Motion-Chest-Fly, ja, die geilste Maschine, weil man dort einfach die Brust in optimalem Faserverlauf ausrichten kann. Und er macht einfach aus einer Free-Motion-Chest-Fly die wahrscheinlich beschissenste Variante, wie man seine Brust treffen kann. Okay. Ah. Gut, so. Aber vernünftigen Chestpump hat er. Alles klar, gut, so. Müssen wir auch nicht weiter gucken. Fazit zu Sam Sulek, liebe Leute. Entspannter Dude, sympathisch, macht Spaß zuzugucken, gibt ein paar richtige und wichtige Dinge von sich, aber um es mal festzuhalten, den Hype hat er, weil er ehrlich ist und weil er keine Ahnung, die Leute da abholt, wo sie abgeholt werden möchten und einfach dicht an den Leuten dran ist, aber er hat
eine durchschnittlich gute Physik, auch wenn jetzt die meisten Zuschauer zugucken werden und denken, holy shit, der sieht so crazy aus. Schaut euch einfach mal auf einer deutschen Meisterschaft die Juniorenklasse im Bodybuilding an. Ja, da sehen die alle so gut aus, wenn die bis oben hin zugestopft sind. Der Junge hat genug Geld für HGH, der Junge hat genug Geld für einen vernünftigen Cycle, der macht das schon ein paar Jahre und hat halbwegs vernünftige Genetik, nicht fett zu werden. Dementsprechend hat er hat eine gute, aber wirklich eine durchschnittliche Physik für das, was er macht. Er trainiert wie ein absoluter Idiot. Der wird sich auch in Zukunft verletzen. Der hat Glück, dass er noch jung ist und ihm noch nichts wehtut. Punkt. Beeindruckt mich überhaupt nicht. Ich verstehe, warum die Leute ihm zugucken. Für mich ist das nichts. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu negativ, das Video, aber da fällt es mir sehr schwer, irgendwelche positiven Worte zum Training zu finden. Vielleicht reagieren wir noch mal ein bisschen auf seine Ernährung. Ich denke, da wird mein Fazit ähnlich ausfallen. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Lasst ein Abo da. Unterstützt mich auf big-own.de mit dem Code MAX10 und trainiert sauber. Verletzt euch nicht, macht immer den Kopf an, was egal das Training, den Cycle, die Ernährung angeht und seid einfach immer einen Schritt voraus und seid vor allen Dingen so schlau, euch nicht kaputt zu machen und es dann 5 Jahre später zu bereuen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.